Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Heute wollen wir. Ne, heute ist mir einfach viel zu warm, tut mir leid. Heute mache ich mal was anderes. Ich stehe hier im Garten und will einen Baum verschneiden, doch damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich möchte nicht überlegen, das ist doch kein Problem, denn heute holt man doch schnell das Handy raus. Da sehe ich bei YouTube einen Hobbygärtner an, dem Typen Mann, dem kann man doch vertrauen. Er sieht so ökologisch aus und hat einen grünen Daumen. Ich setze meine Schere an und hab sofort verhauen. Ich glaube, dass ich's auch so kann, genauso wie der YouTube-Mann. Ich glaube, dass ich's auch so kann. Ich glaube, dass ich's auch so kann, genauso wie der YouTube-Mann. Ich glaube, dass ich's auch so kann. Wie legt man Geld nur richtig an? 5 Euro in der Tasche, doch davon hab ich leider keinen Plan. Ich ziehe fix das Handy, das ist keine Betrugsmasche. Ein Mann sagt das auf YouTube, den schaue ich mir an. Ich sehe ein Ex-Milliardär mit Anzug und Zigarre. Er scheint was davon zu verstehen, er fährt eine große Karre. Das Ganze geht nach hinten los, ich wollte doch den Benz. Die Aktienkurse brechen, nein, jetzt droht die Insolvenz. Ich glaube, dass ich's auch so kann, genauso wie die Ich glaube, dass ich's auch so kann. Ich glaube, dass ich's auch so kann, genauso wie der YouTube-Mann. Ich glaube, dass ich's auch so kann. Ich möchte Frauen kennenlernen, für Portale fehlt das Geld. Bei der Suche in meinem Handy erscheint ein schöner Frauenheld. Er spricht 2 warme Worte und die Dame ist passé. Das probiere ich auch mal auf dem Kahn in der Spree. Ich komme durcheinander, 2 Wörter sind vertauscht. Da muss ich mich schon ducken und dann seh ich ihre Faust. Ich glaube, dass ich's auch so kann, genauso wie der YouTube-Mann. Ich glaube, dass ich's auch so kann. Ich glaube, dass ich's auch so kann, genauso wie der YouTube-Mann.